Hallo und herzlich willkommen zurück bei Digimon Story Cyber Sleuth Hackers Memory. Wie, ich könnte ihn bei Hoodie finden? Danke für den Tipp. Da steht jemand auf Ryuji, würde ich sagen. Ach, du bist es. Du wolltest wegen Ryuji fragen, nicht? Gib mir bitte einen Moment, ich melde mich bald bei dir. Okay. Wir können mal gucken, ob wir haben ein neues Kapitel gerade angefangen, ob wir Victor Uchida spontan irgendwo rumlaufen sehen. Aha. Manchmal kann es so einfach sein. Victor steht hervor. Du hast mich wiedergefunden. Ich bin der einzig wahre Victor Uchida. Dein heutiges Geschenk ist das hier. Oh, Milliardärs-USB. Nächstes Mal findest du mich nicht. Das große V ist ganz schön schlau. Ich bin immer noch überzeugt, dass unter dieser Perücke Mark Markus Mafalda Björn steckt. Aber hey. So, ich bin dafür, dass wir Milliardär werden. Das ist nämlich immer nice. Hat irgendjemand hier noch nichts? Kombo-Rate. Ja, komm. Jeglicher Schaden 10%. Macht das gleiche. Okay. Wo kommst du die Meisterdeckung? Ja. Lassen wir erstmal so. Können wir später nochmal umrüsten alles. Mire sagt, ich soll mich mehr mit dir unterhalten. Du hörst doch von mir. Das ist eine Drohung. Okay. Gut, dann machen wir doch erstmal ein paar Aufträge. Warum eigentlich nicht? Ich mag, dass das eine Fenster Cogito Ergo Sum heißt. Navizahn des Todes. Bienenwanderung, übertriebene Sicherheit, Revierübernahme, Masked Mates. Zeige es Leuten, erteile eine Lektion, Anti-Anti-Anti-Liga und verlorenes Item. Bienenwanderung. Bienen-Digimon verschwinden aus meiner Forschungseinrichtung. Wir brauchen deine Hilfe. Okay. Das ist ein Fall von einem Wissenschaftler. Ich werde ihn kontaktieren und um genauere Informationen bitten. Bist du ein Hacker von Hoodie? Ich erforsche Bienen-Digimon. Ihr Verhalten ähnelt dem von echten Bienen. Das ist faszinierend. Für meine Arbeit habe ich auf dem Server in meinem Labor ein paar Fan-Bimon. Und das heißt, ich hatte sie. Es ist wirklich immer schade. Vor kurzem sind sie spurlos verschwunden. Es ist wirklich verwirrend. Deshalb möchte ich, dass du deine einzigartigen Fertigkeiten nutzt, um danach zu haken. Dies ist die URL für den Server. Dort solltest du anfangen. Ich gehe zu dem Laborserver und versuche herauszufinden, wo die Fan-Bimon hin sind. Fan-Bimon. Gucken wir mal. Wir suchen erstmal eine Spur. Wie so ein Detektiv ist da. Krass. Da. Temporärer Link zum Server. Aha, da rechts sehe ich doch schon einen. Sagen wir mal hallo. Oh, es tut weh. Oh, jetzt ist mein Controller runtergefallen auf meinen Fuß, das tut auch weh. Danke, jetzt fühle ich mich viel besser. Da drin ist ein Digimon, das meine Freunde angegriffen hat. Ich musste etwas unternehmen, also habe ich versucht, mit ihm zu kämpfen, aber ich war zu schwach. Es kann sein, dass meine Freunde noch immer in Schwierigkeiten stecken. Was, du wirst mir helfen? Wirklich? Danke. Aber sei vorsichtig, dieses Digimon ist wirklich brutal. Gut, ich würde aber sagen, wir gehen erst, wie immer, alle Wege ab. Und gucken, ob irgendwo Items für uns liegen. So viel Zeit muss sein.
Oh, okay. I see what's going on there. Wir dürfen zuerst. Oh, noch direkt den Runenwald. Reicht schon. Wir kriegen mehr Geld, weil wir ein Milliardärs-USB in der Tasche haben. Very nice. Dann kann ich mir nämlich später Futter kaufen und alle Digimon auf der Farm anfreunden und dann ist alles toll. Einmal zurück, bitte. Dann müssen wir hier oben noch hin. Runenwald. Na super. Panik stehe ich ab. Vor allem, wenn dann sowas passiert. Der Farm, Höchstlevel und so. Warum gibt es hier zwei Wege? Hier ist nichts. Gut, die verwenden halt die Dungeons mehrfach für verschiedene Missionen. Würde ich, glaube ich, ehrlich gesagt auch so machen. Bei diesen Generic Dungeons, die nur einmal vorkommen. Würde ich auch gucken, dass ich die nochmal irgendwo anders eingebaut kriege. Und dass man dann Sachen an anderen Stellen platziert und so. Das macht schon Sinn. Aber irgendwo war noch eine Truhe, die ich gerne hätte. Und ich gehe nicht, bevor ich die habe. Hallo? Okay. Finden wir die hier? Sache. Helfer! Was? Wer bist du? Was macht ein Mensch hier? Richtig, ich töte die Bienen. Hier gibt es so viel Beute, das ist fantastisch. Warum bist du so wütend? Ich sollte wütend sein. Du verdirbst mir meinen Spaß. Der Stärkere überlebt. Was ist so schlimm daran, dass ich die schwächeren Bienen töte? Ich habe nichts falsch gemacht. Menschen machen es doch auch, nicht wahr? Menschen töten auch zum Vergnügen. Auf diesem Server sind viele Fan-Bimon gestorben und ein Mensch hat es veranlasst. Und zwar im Namen der sogenannten Wissenschaft der Menschen. Das ist pure Arroganz. Warum ist das wissenschaftliche Töten anders als das, was ich tue? Wollen Sie nicht nur Ihre Neugier stillen? Das diskutiere ich nicht mit dir. Du bist genau wie die anderen. Aber mir ist es egal. Wenn du nicht auf Argumente hörst, dann vielleicht auf Gewalt. So läuft es sicher auch in der Welt der Menschen. Du verdirbst mir nicht nur den Spaß, sondern wagst es auch noch dort zu stehen und über mich zu urteilen.
Trau dich. Ich trau mich. Also er hat nicht Unrecht mit seinen Argumenten, aber da ich keine andere Auswahl hatte im Spiel, traue ich mich einfach. Power Energie. Hornschlag. Und Power Energie. Hast du das Dino-Bimon besiegt? Danke, aber für einige von uns ist es zu spät. Und was Dino-Bimon gesagt hat, stimmt. Auch wenn es jetzt weg ist, werden die Menschen uns hier früher oder später töten, wenn wir bleiben. Ich gehe jetzt. Tschüss. Ich werde dem Klienten Bericht erstatten. Ach, du bist es. Wie läuft die Untersuchung? Achso, ach, du bist es. Wie läuft die Untersuchung? Ich verstehe. Schwer zu glauben, aber es ergibt wohl Sinn. Anscheinend muss ich mir neue Van Beamern besorgen. Stimmt etwas nicht? Du fragst, ob ich sie mal gelöscht habe? Manchmal für Experimente. Was ist daran falsch? Sie sind keine Lebewesen, sondern nur Daten. Man kann sie löschen und mit ihnen tun, was man will. Und selbst wenn sie Tiere wären, wären sie trotzdem keine Menschen. Das ist ziemlich nebensächlich. Aber dass ich so all meine Fanbeamern verloren habe, ist für mich eine Katastrophe. Ich weiß nicht, wie ich mit meiner Arbeit weitergehen soll. Ich frage mich, ob mir da ein Neuanfang finanziert wird. Da werde ich mich wohl vor dem DK buckeln müssen. Sehr häufig dasselbe Thema in diesem Spiel, oder? Zieht sich wie ein Faden durch. Wir machen mal weiter mit übertriebener Sicherheit. Der neue Sicherheitsfall macht Probleme. Kannst du dich darum kümmern? Klar. Klar. Der Klient ist Kommissar Matayoshi. Ich werde ihn kontaktieren und um genauere Informationen zu dem Fall bitten. Ach, du hast dir meinen Fall... Ach, du hast meinen Fall angenommen. Ich erwarte Gutes von dir. Ich komme gleich zur Sache. Ich habe nicht viel Zeit. Das ist etwas peinlich, aber der Server der Ermittlungseinheit für Cyberkriminalität wurde vor kurzem gehackt. Wer würde denn sowas machen? Hast du eine Idee, wer es gewesen sein könnte? Wenn ja, sag mir bitte Bescheid. Wer auch immer es war, die Person war sehr fähig. Danke, also. Wir hatten keine Ahnung, dass wir infiltriert worden waren. Die Person hat nicht einen Hinweis hinterlassen. Weißt du irgendwas dazu? Nein. Nicht die leiseste Ahnung. Egal. Du musst den Täter nicht für mich finden. Puh. Und wir haben die Sicherheitsvorkehrungen bereits verstärkt. Wir haben den Server der Ermittlungseinheit für Cyberkriminalität mit einem neuen Sicherheitsfall ausgestattet. Aber in letzter Zeit spielt er etwas verrückt. Autorisierte Profile und Programme werden wahllos angegriffen. Ich habe versucht, das zu regeln, aber ich konnte nichts unternehmen. Darum will ich, dass du die Ursache findest und den Sicherheitswall reparierst. Schaffst du das? Danke, ich verlasse mich auf dich. Ach, und eins noch. Dieses Mal keine Streiche. Dein Gesicht. Oh, du magst ein guter Hacker sein, aber du bist trotzdem noch grün in deinen Ohren. Ich habe keine Beweise, bloß mein Instinkt. Also gut, dann mal ran an die Arbeit. Ich weiß nicht, was er meint. Ich würde doch niemals hier eingebrochen sein. Also, das finde ich eine Frechheit, mir das zu unterstellen. Digimon, Digital Monsters. Wo sind die Digimon mit den Max-Levels? Zeigt euch! Du zum Beispiel.
Du könntest ein Meramon werden. Because why not? Du bist auch Max-Level. Du könntest nur das eine werden, also wirst du das. Because you need to become something. Du, mein Freund, wirst Sanglupmon. Schick. Gabumon hat noch ein bisschen Luft. Oh, wir hatten ja schon einen Meramon. Na, jetzt haben wir zwei. Moment. Okay. Dann gehen wir noch mal kurz auf die Farm. Freunde, wollt ihr nicht mal ermitteln gehen? Bestimmt wollt ihr. Und ihr? Euch wollte ich füttern. Insbesondere euch beide, ne? Weil ich glaube, die anderen haben alle schon. Ne, du auch nicht. Oh, die haben noch gar nicht alle 10%. Das ist nicht gut. Du hast erst 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du hast 1. Eben 8, 9. Manchmal kriegen wir auch plus 2, darum gucke ich mal. Und du kannst noch 2 haben, dann sind wir alle. Bitteschön. Sehr gern geschehen. Wir sind gut aufgestellt, jawohl. Dann versuchen wir doch mal unser Glück. Bei diesen Sicherheitswellen habe ich immer das Problem, die sind ja gegen nichts besonders anfällig. Lieber einmal speichern. Man weiß ja nie. Ist das der Sicherheitswall, den Kommissar Matayoshi erwähnt hatte? Das scheint einen Fehler verursacht zu haben. Das ist ein bisschen gefährlich, aber ich werde ihn hacken und versuchen, mehr herauszufinden. Der Sicherheitswall greift an. Die Firewall. Attacks. Kaishi da. Okay. Ich glaube, vergiften konnte man die nicht, ne? Wir greifen einfach mit allem an, was wir haben. Full Throttle drauf. Gebt alles. Gut. Das war auch richtig gut. Wow. 20% abgeschlossen. Okay. Das geht irgendwie zu einfach, oder? Ich habe noch nie ein Firewall so schnell geknackt. Den Sicherheitswall habe ich besiegt, aber den Fehler hat das anscheinend nicht behoben. Das bedeutet wohl, dass der Fehler sich auch auf andere Sicherheitswälle auswirkt. Ich muss mich beeilen und die Ursache finden. Okay. I will try. Abwehrprogramm ein. Mal gucken, ob wir auch so viel Schaden machen. Na, hier machen wir schon deutlich weniger Schaden. So habe ich das eher erwartet, dass wir uns an der Wand die Zähne ausbeißen müssen. Aber trotzdem noch gut. Nach einer Runde schon ein Drittel Energie weg. Besser als befürchtet. ...40% abgeschlossen. ...80% abgeschlossen. Schaffen wir das, bevor der auf 100 ist? Ah, es wird knapp.
Crit. Nice. Sehr gut gemacht. Level up, das heißt, wir brauchen auch nicht zurückgehen, um uns zu heilen, falls noch was kommt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ah ja, das waren Alpha und Beta, jetzt kommt Gamma. Abwehrprogramm ein. Ich bin eine gelangweilte Firewall. Ja, guck mal, das sind doch hier Zahlen, die keinen Spaß machen. Der darf auf jeden Fall angreifen, bevor wir mit ihm fertig sind. 20% abgeschlossen. Wir spammen einfach weiter. 40% abgeschlossen. Nicht nachlassen. Immer auf die gleiche Stelle. ...80% abgeschlossen. Nicht aufhören jetzt. 100% abgeschlossen. Abwehrprogramm. Gamma. Gamma. Pretty sure das war Gamma. Dauert so lange. Reinigung. Hörst du auf, dich zu heilen? System Update. Oh, kein Windows, sonst wäre es jetzt einfach von alleine ausgegangen. Hätte sich einfach selbst zerstört. Kommt noch mehr? Ich dachte, wir wären jetzt fertig hier. Macht mir ein bisschen Sorge. Das hier ist eine Sackgasse. Ich brauche mal Bewegungstempo. Das geht so nicht. Ich dachte ehrlich, wir hätten es jetzt. Wird Zeit, welches Digimon entsteht, wenn Ankylomon und Angemon DNA digitieren? Shakomon. Obviously. Das weiß man doch. Da hinten kann ich noch hin. Ihr habt euren Server super abgesichert. Sogar der Code-Schnipsel, den ich da damals reingepackt habe, ist noch da. Was erwartet mich denn jetzt hier noch? Hallo, Spiel? Was möchtest du von mir? Heilen uns noch mal kurz. So.
Und was uns dann hier noch erwartet, das schauen wir uns aber beim nächsten Mal an, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory. Bis dahin und ciao.